Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zocken wir auf jeden Fall mal ein TikTok-Spiel. Und zwar muss man erraten, wer jetzt zum Beispiel hier mehr Follower hat oder wer mehr Likes hat. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, wir fangen sofort an. Also ist so im Prinzip wie ein richtig oder falsch Game. Und ja, mal schauen, wie weit wir es auf jeden Fall schaffen. Der Map-Entwickler hat auf jeden Fall geschrieben, die Map ist von 2019. Also, ja gut. Wir müssen auf jeden Fall dran denken, dass sie von 2019 ist und dass das jetzt halt nicht die Daten von 2021 sind. Aber, ja. Ich hätte gesagt, trotzdem, mal schauen, wie wir uns schlagen. Und zwar hier Herr Anwalt oder Zitronensohn. Und da ist da noch VM Daniel. Ich hätte gesagt, wir fangen erstmal hier an bei Herr Anwalt und Zitronensohn. Und ja, hier steht auf jeden Fall die erste Frage. Wie viele Likes hat Herr Anwalt? Also, ich kann mir vorstellen, er hat 38 Millionen, weil 59 Millionen hat er wahrscheinlich noch nicht. Also, ich weiß nicht, ob er sie jetzt schon hat, aber ja, ich glaube 38. Die Antwort war auf jeden Fall richtig. Das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Wie viele Likes hat Zitronensohn? Zitronensohn bin ich mir nicht ganz sicher. 2019, ich will gerade mal überlegen, aber er müsste auch 20 vielleicht, 20 Millionen. Er hat sogar 40 Millionen gehabt, Leute. Okay, krass auf jeden Fall. Hier waren wir bei 38 und hier 40. Schon krass. Also, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Wer war beim Song Zitronensohn Senf dabei? Oh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie derjenige hieß, der da noch mit dabei war. Aber ich glaube, er hieß wahrscheinlich Simon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, es hat gestimmt. Was war Zitronensohns erster Song? Oh, gute Frage, Leute. Ich bin auch nicht so in dem TikTok-Game drin, aber ich muss jetzt mal überlegen, was sich logisch anhört. Und deswegen, ja, hier auf jeden Fall mit AirPods nicht duschen oder Zitronensenf. Ich glaube, Zitronensenf war den ihr erster Song. Also den ich auf jeden Fall mitbekomme. Habe. Ne, die haben sogar schon einen anderen davor rausgebracht. Alles klar, gut zu wissen. So, hier 38 wieder, 40, Simon. Wir müssen uns auch den Weg ein bisschen merken. Wie heißt Herr Anwalt in echt? Tim oder Felix? Ach du Heilige, hat er das mal irgendwann erzählt, Leute? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, also ich könnte mir Herr Anwalt, Tim glaube ich nicht. Ich kann mir schon als Felix vorstellen. Als ob der mit Namen Tim heißt. Ernsthaft, Leute, hat er das mal irgendwann gesagt? Schreibt es mal in die Kommentare. Das wusste ich gar nicht. Aber gut zu wissen, auf jeden Fall. Danke fürs Spielen. Okay, dann haben wir auf jeden Fall das erste schon mal geschafft. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ihr könnt ja auch, wie schon gesagt, gerne mitraten oder ja, eure Antworten auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Wie viele Follower hat VM Daniel 2019? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, er hat 1 Million gehabt. Hat er wirklich ernsthaft schon 1,4 Millionen gehabt? 2019? Ernsthaft? Okay, krass auf jeden Fall. Das wusste ich auf jeden Fall nicht. Wie heißt VM Daniel in echt? Ja, Daniel. Max ergibt ja jetzt wenig Sinn. Hat VM Daniel schon mal einen Song gemacht? Oh, da bin ich mal gerade am Überlegen, Leute. Ich glaube ja, nein. Gut. Wer ist VM Daniels Freundin? Niemand oder Mitch Apfelmus? Also ich weiß auf jeden Fall, dass er eine Freundin hatte. Deswegen, ich glaube, sie hier. Aber er hat doch eine Freundin gehabt. Oder hatte er die nach 2019? Wahrscheinlich, wie es aussieht. Also, weil ich kann mich auf jeden Fall, wie schon gesagt, daran erinnern, dass er schon eine Freundin hatte. Also, seit ich ihn auf jeden Fall kenne oder seit ich ja immer auf TikTok gesehen habe. Easy, oder? Jetzt wird's schwerer. Okay. Wie viel TikToks macht Daniel in einem Tag? Uff, gute Frage, Leute. Ich schätze wahrscheinlich 3, 2. Es könnten 2 oder 3 sein. 5 macht er doch niemals. Der macht safe 3 oder so. Ja, 3 war die richtige Antwort. Wann ist VM Daniel geboren? Oh, das ist eine gute Frage. 2001, 2000? Es ist auf jeden Fall 2-mal der 28. März. Deswegen, also es wird wahrscheinlich hier der 28. sein. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ja, wirklich März. Ach, es war doch nicht der März. Gut zu wissen. So, hier wieder 1,4 Millionen. Daniel. Ich finde es ein bisschen blöd gelöst, dass man hier wirklich alles nochmal so durchgehen muss. Dann kann es wahrscheinlich der 28. 2001. Habe ich es doch richtig geraten. Wie alt ist VM Daniel? Ich schätze ja mal, also weil jetzt da 2001 stand und das 2019 ist, muss er 18 sein. Oder, Leute? Ja, wahrscheinlich. Aber er muss doch 18 sein. Bin ich blöd? Eigentlich schon, Leute. Weil wenn man überlegt, es kann auch sein, dass das danach gemacht worden ist. Deswegen, ja gut. So, hier wieder 28. März. Dann kann es ja bloß 19 Jahre sein. So, wird bearbeitet. Schreib deine Frage in die Kommentare, damit ich was ich reinmache. Alles klar, okay. Das war auf jeden Fall das Ende jetzt von dieser Obby hier. Das auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, Leute, wir schauen uns nochmal so ein Frage-Antwort-Game an. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns gleich wieder.
So, Leute, ich habe leider keine andere TikTok-Obby mehr gefunden oder wo man halt andere, ja, TikTok-Fragen beantworten kann. Deswegen gibt es jetzt nochmal eine, ja, kleine Mini-Richtig-oder-Falsch-Obby und ja, mal schauen auf jeden Fall, wie gut wir die auf jeden Fall lösen. Das ist auf jeden Fall die erste Frage. Das ist ein tolles Spiel, ja, logisch. Das stimmt. Dann steht da hier 12 mal 12 ist 122. Das ist auf jeden Fall falsch. Einfach aus dem Grund, ja, weil es nämlich 144 sind. Minecraft wurde 2006 veröffentlicht. Das ist eigentlich mal eine gute Frage, Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Minecraft ist nicht 2006, glaube ich, erschienen. Es ist wahrscheinlich schon früher erschienen. Und ich hatte sogar recht, es war eine falsche Aussage auf jeden Fall. Du beantwortest diese Frage richtig. Ja, auf jeden Fall. Dann, Roblox hat weniger Spieler als Minecraft. Spieler hier erstmal falsch geschrieben, aber das ist auf jeden Fall nebensächlich. Und zwar hat, glaube ich, Minecraft sogar mehr Spieler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Roblox könnte trotzdem mehr haben. Ich glaube sogar, dass Roblox mehr hat. Deswegen falsch. Ja, ich hatte sogar recht. Roblox hat wirklich mehr Spieler als Minecraft. Das ist auf jeden Fall krass, aber das stimmt sogar. Ich habe es nämlich selber auch schon im Internet nachgelesen. Hier steht auf jeden Fall, gut gemacht, warte auf ein Update, um weiter zu spielen. Ja, mal schauen, wann das auf jeden Fall kommen wird. Leute, ich hätte auf jeden Fall gesagt, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Video gerade schon geht. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Vergesst auf jeden Fall auch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ganz wichtig, dann bekommt ihr auf jeden Fall auch Benachrichtigungen, wenn ich dann ein Video oder einen Livestream mache. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder zum neuen Livestream oder zum neuen Video. Ciao.